Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Psychologe. Ja, heute reden wir mal über Gefahren von Paartherapie, wenn du es mit dem falschen Partner machst und Paartherapeut das nicht erkennt, große Gefahr. Und wir reden auch ein bisschen über Angebote, da vielleicht ein bisschen mehr am Schluss. Also ich biete jetzt Körpertherapie-Fortbildung an. Ganz was anderes mal, habe ich früher gelernt. Und keine Ahnung, wie da so Interessenlage ist, aber ich packe den Link hier mal drunter und sage am Ende des Videos auch noch was. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der E-Mail, wenn du auch solche Mails bzw. Fragen stellen willst. Es geht am einfachsten über ein Formular auf liebeship.de. Wir haben eine Frage von Kolonescola und sie schreibt: Hallo Christian, vielen Dank für deine Videos. Sie haben mir schon oft in schlimmen Zeiten geholfen. Nun zu meinem Problem. Ich bin seit 2 Jahren verheiratet. Mein Mann reagiert schon immer auf Probleme oder Dinge, die ihn besprechen, äußerst gereizt. Kritik darf ich auch mit Samthandschuhen nicht ansprechen. Er beendet sofort die Beziehung, lässt mich einfach mitten im Gespräch stehen oder ist für eine Woche verschwunden. Gut, wir kriegen natürlich immer nur die eine Seite, aber klingt nicht gut. Also, beziehungsweise wie er reagiert, klingt, also kann ich auch so sagen, auch ohne irgendwelche Seiten, klingt überhaupt nicht gut. Und keine Ahnung, vielleicht hat er das Gefühl, du kritisierst ihn ständig oder so, aber ich vermute mal nicht. Eine Woche verschwinden ist natürlich keine akzeptable Strategie in einer Beziehung. Vor allem, wenn man verheiratet ist. Um die Ehe nicht kampflos aufzugeben, habe ich eine Paartherapie vorgeschlagen. Diese war für mich ganz schlimm. Ja, das hört man leider ganz schön oft so. Mein Mann erzählte, ich würde ständig grundlos mit ihm streiten und der Therapie hat in der Therapie eine Lüge nach der anderen erzählt. Boah. Ja. Also wenn ihr euch übrigens selber für Paartherapie erzählt, am 15. Februar geht meine Online-Ausbildung los. Könnt ihr noch einsteigen. Meine Art von Paartherapie, die ja nimmt eben zusammen, also das ist meine jahrzehntelange Erfahrung als Paartherapeut, dann auch Ansätze von David Schnark, von aus der emotionsfokussierten Paartherapie, aber auch mit Polarität und natürlich auch meine Erfahrung mit toxischen Beziehungen. Fließt alles mit rein, guckt euch gerne an. Aber jetzt haben wir hier folgendes Problem. So, und zwar, das sage ich ja immer wieder, Paartherapie ist eine super Sache. Also ich finde, Paartherapie ist wirklich ganz tolle Methode, aber nicht in toxischen Beziehungen. Ich weiß jetzt nicht, ob eure Beziehung toxisch ist oder nicht, kann ich jetzt hier nicht in 3 Worten sehen. Aber in toxischen Beziehungen passiert oft Folgendes, dass ich noch bei Weitem nicht der Einzige, man hört es in Deutschland relativ wenig, in den USA hat man das viel mehr, die Paartherapie ablehnen, wenn einer so manipulativ unterwegs ist. Und die Paartherapeutin anzulügen, geht natürlich auf jeden Fall in Richtung manipulativ und sie auf seine Seite zu ziehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, es sollte nicht passieren in der Paartherapie. Ja, würde ich auch sagen. Aber Paartherapie ist schon ein sehr schwieriges Verfahren. Ne? Du hast ja 2 Leute, du hast eine doppelte Dynamik. Du kannst keinem im Kopf gucken. Und das sage ich auch immer wieder in meiner Fortbildung, Ausbildung. Du musst immer davon ausgehen, dass du angelogen wirst, so, ne? Das ist so, ne? Denk mal, warum soll man denn lügen in der Paartherapie? Aber es ist eben keine Einzeltherapie, ne? Da gibt es andere Interessenlagen, man will auch nicht immer alles auspacken. Das stört natürlich die ganze Paartherapie massiv, so, und beziehungsweise macht sie unmöglich, ist ja völlig klar. Aber es ist, wie es ist, gerade wenn einer eigentlich gar keine Paartherapie machen will. Ich erzähle mal wieder gerne die Geschichte von so einem Paar, was mir mal erzählt hat, dass 2 Paartherapeuten war und der Mann gesagt hat, ja, du willst eine Paartherapie machen? Kein Problem, dann pass mal auf, geht dahin, flirtet die Frau 90 Minuten an, sie steht immer beschissener da und dann gehen sie raus und sagt der Mann, das kannst du jetzt jedes Mal haben, ne? So, hast da Bock drauf? Und ja, auch da, wie hier scheinbar auch, das Paartherapeutin geht auf den Leim, ich weiß es gar nicht,
was ich dazu sagen soll, weil es braucht schon extrem viel Erfahrung und selbst dann, also zu sehen, wenn jemand lügt und diese Dynamik zu spüren, dass da irgendwas überhaupt nicht passt, dass da einer, einer ganz schlecht bei wegkommt, das braucht schon eine Menge Erfahrung, so, ne? Und selbst dann ist natürlich in Paartherapien oft natürlich die Klage, einer fühlt sich nicht richtig gesehen. Gut, das ist natürlich auch ein Stück weit, das ist Alltag, sag ich mal. Dann hat man mal dem einen zugehört, mal dem anderen. Aber das so, was wir hier sehen, dass so das Gefühl hat, jemand kommt so gar nicht an den Start und steht nur Scheiße da. Und eigentlich der, was du hier ja schreibst, derjenige, der eigentlich ausführendes Organ ist, will jetzt mal nicht Täter sagen, das ist jetzt ein bisschen zu krass, aber so der Tour, sag ich jetzt mal, wenn der als das Opfer dargestellt wird, dann gehst du da schlechter raus, als du reingekommen bist. Viel schlechter, ne? Deswegen sage ich immer, wenn man das Gefühl hat, das ist eine toxische Beziehung, ey, haltet euch fern von Paartherapie, haltet euch fern von jeder Art von Mediation und solchen Geschichten. Es sei denn, das ist nur mein persönlicher Rat, es sei denn, es findet vor Gericht statt, so, ne? Weil ihr müsst immer darauf hoffen, dass die Person das sieht. Ich würde da nicht drauf hoffen. Also ich persönlich würde es nicht machen, ne? Das Risiko wäre mir zu groß, ne? Ich war so traurig und wütend, dass ich irgendwann angefangen habe zu weinen und er hat gesagt und gesagt habe, er solle ehrlich sein. Er sagte dann zur Therapeutin, sehen Sie, meine Frau ist einfach zu emotional. Also jetzt nur von der Mail her kann ich es nicht nachvollziehen, warum sie ihm da auf den Leim geht. Aber es passiert halt, ne? Was soll ich sagen, ne? Also, klar, also man kann doch nicht immer sagen, dein Mann, das schreiben ja auch mal Leute drunter, ne? Man muss doch neutral sein und beide sehen. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Das ist auch eine der höchsten Künste in der Paartherapie, ne? Beide zu sehen. Aber wenn Bullshit passiert, passiert Bullshit. Also ich sag das dann auch so, ne? Also wenn einer Sachen macht, wo man einfach sagen muss, die sind nicht in Ordnung, soll ich dann sagen, ja, eine schlägt seine Frau, soll ich jetzt dann sagen, ja, ich versuche euch jetzt beide gleich zu verstehen. Aber nee, da muss ich sagen, sorry, was du machst, ist einfach asozial und es geht nicht. Und ihr könnt dann als Paartherapeut nicht immer stehen und sagen, ja, das werden wir jetzt mit unbedingter Wertschätzung alles uns anhören. Und das machen viele Paartherapeuten, ne? Das ist so non-direktiv und schauen wir mal, ja, schadest du unter Umständen Leuten mit, ne? Meiner Ansicht nach ist Paartherapie ein sehr direktives Verfahren. Da kannst du dich nicht hinsetzen und kannst sagen, ich höre mir das alles an und mir doch egal, was die da sagen, mir doch egal, ob mich jemand anlügt. Nee. Sehr komplex. Ne? Deswegen bildet euch lieber fort, ne? Das ist natürlich echt schlimm hier. Die Therapeutin stimmte ihm zu, meinte, ja, sie würde mich auch als sehr streitlustig und emotional empfinden. Jetzt weiß ich natürlich, trotzdem muss ich natürlich sagen, ich war nicht dabei. Ich kann dir nur eins raten, wenn du vor dritten Personen bist, ne, das ist wirklich mein ganz ehrlicher Rat, wenn ihr vor Gericht seid und was weiß ich, ne, seid nicht so, ich sag's jetzt auch, sei nicht so emotional. Also sag, was du denkst, du lügst mich an, ja, ganz klar, du lügst hier. Du kannst auch sagen, ich gehe gleich raus. Wenn du ihr weiter lügst, gehe ich hier raus. Ne? Also setzt eine ganz klare Grenze. Aber verliert nicht die Fassung. Wer die Fassung verliert, wird immer als abgestempelt, als das Problem. Ne? Ist vor Gericht genauso. Immer nur Fakten. Das ist wirklich mein ganz wichtiger Rat. Ne? Fakten. Nur mit Fakten argumentieren. Ne? Hier hast du gelogen, da hast du gelogen, da hast du gelogen, da hast du gelogen. Und nicht, wie kannst du, also man möchte das gerne, wie kannst du mich anlügen? Und man möchte es gerne, aber ihr steht scheiße da. Ihr steht total scheiße da. Und dann sitzt da eiskalt, vielleicht so ein egomanischer Mann, weiß ich jetzt nicht, und lacht sich ins Fäustchen, weil du als die Blöde da stehst. Ne? Deswegen lese ich jetzt zwischen den Zeilen, vielleicht bist du laut geworden, macht das nicht, haltet eure Spielfläche sauber. Ne?
Aber ich war nicht dabei, ne? Ich will dich jetzt auch nicht noch mehr. Bin auf deiner Seite hier, sage ich mal so. Du schreibst mir hier und ich verstehe dein Problem und das ist schlimm, ne? Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich mir so sehr Hilfestellung erhoffte. Ich habe ihr mehrere Beispiele erzählt. Das sind Fakten, ne? Das ist genau richtig, ne? Dass mein Mann zum Beispiel einmal während der Fahrt im Auto so ausgerastet ist, dass wir fast in den Gegenverkehr gerast sind. Meiner Ansicht nach, wenn sowas passiert, deswegen macht die Arbeit mit China zum Dealbreaker, Leute. Das ist für mich ein Dealbreaker. Wenn sowas passiert, das müsst ihr beenden, meiner Ansicht nach, ne? Was willst du denn da diskutieren? Ist auch egal, wer da jetzt, aber wenn eure Ehe so volatil ist, dass du fast einen Gegenverkehr fährst, ganz egal, wer da welchen Anteil dran hatte, dann, nee, es war's, auseinander, ne? Ich bin euch bescheuert, ne? Echt schockierend, ne? Sie ist total über den Weg gegangen, ja, das kann ich. Weiß ich nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Überhaupt nicht verstehen, ne? Und meinte, mein Mann würde einen sehr ausgeglichenen Eindruck machen. Ne? Ja, das sage ich ja. Er ist wahrscheinlich eiskalt, sitzt er da, total ruhig und du bist die. Aber ich weiß nicht, warum sie das nicht sieht, warum sie das nicht erkennt, dass du ja auch mich hilflos fühlst. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr ruhig bleibt in solchen Situationen. Ne? Ich müsste mal meine Kindheit gehen, warum mein Mann nicht so triggert. Ja. Mach doch mal. Hier, lies doch mal dieses Buch über innere Kindarbeit, du Schuldige. Oh Gott, ey. Das ist auch so ein Scheiß, ey. Ich erzähle das immer wieder, dieses Beispiel. Gehst du auf eine Straße, machst jemand total fertig, sagst, du siehst so scheiße aus, du bist so hässlich. Und wenn derjenige dann sagt, ey, wie tickst du noch sauber, was machst du mit mir? Sagst du dann auch, ja, ist doch dein Trigger, was kann ich denn dafür? Was kann ich denn dafür, dass du jetzt traurig bist, wenn ich sage, du bist total hässlich? Das ist doch dein Trigger. Also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Ey, sorry, Leute. Ich soll ihn einfach mal machen lassen und nicht ständig von ihm verlangen, dass er mich beschützt. Gut, Zusammenhang sehe ich jetzt nicht. Also ich würde vor allen Dingen, sollte man dafür sorgen. Das verstehe ich auch nicht, dass sie das nicht thematisiert hier, weil wenn solche gefährlichen Sachen passieren. Ist doch auch egal, was man jetzt denkt, wer welchen Anteil daran hat. Da muss man doch in die Richtung arbeiten. Hey, wow, wie können wir, das darf nicht passieren. Wie können wir das vermeiden? Da kann man doch nicht einfach sagen, mach du mal hier innere Kindarbeit. Yes. Ich bin heulend aus der Therapie rausgegangen. Ja. Und hast da mit deinem Mann auch Gelegenheit gegeben. Aber ist eigentlich richtig, hätte er es auch verlassen. Vielleicht hat er auch nochmal mit der Paartherapeutin geredet. Guck mal, jetzt rennt sie raus. Ich bin auch in solchen Situationen gewesen, mal ähnlich. Also nicht sowas. Ich habe eigene Erfahrungen als Klient. Es hat Situationen gegeben, wo ich Klient war. Paartherapie-Klient und auch Mediations-Klient, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, wie fast noch nie in meinem Leben, wo ich einfach nur gedacht habe, das. Und auch dann gesagt habe, ich beende das jetzt. Also, inzwischen habe ich auch gelernt, sowas viel schneller zu beenden, zu sagen, sorry, also egal, was ihr hier macht und was für einen guten Willen hier alle beteiligt haben, das kann einfach nicht richtig sein, ne? Und sowas sehe ich hier auch. Und dann ist auch richtig zu gehen, so, ne? Also wie gesagt, ich würde es cooler machen, ne? Heute, damals konnte ich das aber auch nicht. Ich würde auch sagen, so, du lügst hier. Wenn du noch einmal lügst, geh sofort. Also eiskalt, ne? Ich geh sofort hier raus. Hör auf damit, so, ne? Ja, also aber möglichst geerdet bleiben, aber ist immer leicht gesagt, ne? So, mein Mann war total zufrieden. Ich kann nur sagen, Leute, macht bei sowas keine Paartherapie, wirklich. Macht keine Paartherapie, wirklich. Ich war ganze Zeit mit Pokerface da gesessen, ich war am Boden zerstört. Was meinst du? Nochmal Therapeut wechseln und einfach gehen? Also, ich war nicht dabei, ne? Ich würde sowas, wenn ich das jetzt hier lese, wenn ich das jetzt mal wirklich so eins zu eins nehme. Ich darf auf gar keinen Fall wieder hingehen, ne? Also das wäre, als wenn du dir, weiß ich nicht, du hast irgendwo ein Messer,
links ins Bein rein, oh, sorry für das harte Bild, du hast ein Messer links im Bein und dann gehst du nochmal hin, um das Messer ins rechte Bein abzuholen. Auf gar keinen Fall. So krass, wie du das schilderst, weiß ich nicht, ob man euch Paartherapie empfehlen soll. Aber wie gesagt, ich bin nicht dabei. Letztlich muss natürlich jeder selber wissen. Aber das sind, meiner Ansicht nach, sind das so typische Situationen, wo man eigentlich sagen muss, wenn jemand so manipulativ ist und das alles so ist, wie du sagst, und dann man so ist, würde ich keine Paartherapie machen. Ne? Ich frage mich, also, ich meine, das musst du wissen, aber wo sowas passiert, ist diese Beziehung ein sicherer Ort für dich? Da würde ich mal wirklich drüber nachdenken, so, ne? Aber letztlich musst du es wissen, natürlich, ne? So eine E-Mail ist natürlich auch immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, also, wie gesagt, Paartherapie-Ausbildung startet hier bei mir. Und keine Ahnung, wie da so die Interessenlage ist. Also ich habe eine Ausbildung körperorientierter Therapie und ja, würde einfach mal eine Fortbildung machen, eine Art Schnupperkurs. Geht so um diese Gerda Boysen biodynamische Geschichte. Körpertherapie ist da sehr out, weil keiner sich mehr traut, irgendjemand anzufassen in Beratungskontexten. Verständlicherweise, deswegen, ja, ist alles so, oh nee, ich mache gar nichts mehr. Das ist aber eigentlich ein sehr, ist jetzt wenig untersucht, soweit ich weiß, aber wenn man so will, ist autogenes Training auch ein Körpertherapieverfahren oder Jakobsen-Training. Ja, aber ist ansonsten wenig untersucht, aber ich persönlich habe es als total faszinierend und spannend und für mich persönlich auch super hilfreich gefunden. Und also, wenn ihr euch das mal angucken wollt, wir üben da natürlich auch, sollte eine gewisse Bereitschaft geben. Also das ist jetzt im Gegensatz zur Paartherapie-Geschichte, ist das eine Live-Geschichte in Berlin, muss man natürlich noch sagen. Link packe ich mal hier drunter für beide Sachen. Und muss natürlich eine Bereitschaft da sein, soll ich mal sagen, das gibt die Boysens mochten damals diesen Begriff Massage mal nicht, aber sieht von außen aus wie Massagen, sag ich mal, natürlich eine Bereitschaft geben, dass man das nimmt und auch gibt, sonst kann man es ja nicht üben, logischerweise. Es geht ganz viel Sachen einzuüben, so Sachen wie Lifting und Bindegewebsmassagen und aber auf so eine biodynamische Art, arbeiten mit dem Stethoskop und richtig spannend. Vielleicht habt ihr Interesse daran. So, ansonsten schreibt alles in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.